Berlin-Vorschau, Tag-Nacht-Folge 2448, 2449, 2450, 2451. Folge 2448. Nach einer mehrtägigen Funkstille taucht ihn aus heiterem Himmel wieder in der WG auf. Olivia hat ihn vermisst, aber sie schafft es nicht, sich mit ihm auszusprechen. Stattdessen feiert sie sich ihren Liebesfrust mit Miguel von der Seele. Nach der wilden Partynacht fällt Olivia todmüde ins Bett. Miguel beobachtet sie fasziniert im Schlaf und küsst sie schließlich. Er ahnt nicht, dass sie ihn alles mit angesehen hat. Wütend stellt er ihn zur Rede. Folge 2449. Lynn wird das ungute Gefühl nicht los, dass sie bei ihrem Bruder und Emmy nichts mehr zu melden haben wird, wenn das Kind erst einmal da ist. Sie sieht nur einen Ausweg und haut ab. Kretze findet sie zum Glück kurz darauf und holt sie zurück aufs Hausboot. Dort nimmt das Drama dann seinen Lauf, in Form einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Lynn und Emmy. Lynn rastet komplett aus und wünscht Emmy, dass ihr Kind niemals auf die Welt kommt. Folge 2450. Miller lässt Mike in letzter Zeit immer wieder auflaufen und reagiert oft zickig. Das nervt ihn einerseits und andererseits fragt er sich, was es mit dem komischen Verhalten auf sich hat. Kurzerhand fasst sich Mike ein Herz und will Miller zur Rede stellen. Doch dabei kommt es fast zum Kuss. Nun ist das Chaos in Mikes Kopf komplett. Er versucht, nicht mehr an Miller zu denken und will mit Bea schlafen. Doch am Ende muss er den Sexversuch abbrechen. Folge 2451. Joe überrascht Paula mit einem Picknick im Freien, um sie auf andere Gedanken als den Prozess zu bringen. Tatsächlich geht der Plan auf und Paula und er verbringen fröhliche Stunden miteinander. Das Glück scheint für einen Moment perfekt, doch dann kreuzt plötzlich Theo auf und macht Paula klar, dass er keine Ruhe geben wird, bis er sie hinter Gitter gebracht hat. Paula ist fertig mit den Nerven, und auch Joe setzt die Situation extrem zu,